Nicht alle, die umherwandern, sind auch verloren. Diesen einprägsamen Satz schenkte uns J.R.R. Tolkien in seinem Meisterwerk Der Herr der Ringe. Viele von Ihnen kennen die Geschichte von den kleinen, unbekannten, haarfüßigen Wesen, die er uns erzählte. Von ihren gemütlichen Heimatdörfern und der großen Reise, die sie angetreten sind. Von der Unerfüllbarkeit ihrer großen Aufgabe, Mittelerde zu retten. Wie sie es am Ende trotzdem geschafft haben und schließlich zurückkehrten in ihre kuscheligen Hobbithöhlen. Liebe Mauamer, liebe Mauamerinnen, ich selbst habe mich auf meine eigene Reise begeben. Mein Ziel, das Bürgermeisteramt, und möchte Ihnen heute gern davon erzählen. Alles begann vor 41 Jahren in einer kleinen Stadt namens Bernburg, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Dort wurde ich christlich sozialisiert, in einer Gegend, in der das bei weitem nicht der Norm entsprach. Gefolgt von Halle, wo ich studierte, meinen Mann kennengelernt habe und Kinder bekam. Heidelberg war meine dritte Station. Dort schloss ich mein Studium der Theologie ab und dort haben wir unsere Familie mit einem vierten Kind vervollständigt. Die gemeinsame Reise meiner Familie endete hier in Mauer, ein Ort des Wohlfühlens, ein Ort, der sich nach Zuhause anfühlt. Zwischen bunten Dorffesten, freundlichen Nachbarn und den schönsten Wäldern Baden-Württembergs können wir endlich zur Ruhe finden. Mit anderen Worten, wir sind gekommen, um zu bleiben. Reisen lehren einen viel, sei es über andere Kulturen, andere Sprachen oder über sich selbst. In meiner Heimat Bernburg habe ich die Wende miterlebt und gelernt, dass Revolutionen auch friedlich sein können und dass Demokratie manchmal herausfordernd, aber die schönste und schützenswerteste Regierungsform ist, die man haben kann. In Halle habe ich gelernt, dass meine Berufung nicht wie ursprünglich geplant das Lehramt war, sondern in der Theologie liegt. Und in Heidelberg habe ich gelernt, dass nicht jede Reise verläuft, wie man sich das wünscht. Denn ich wurde schwer krank und leider war dies für 2 Jahre meine Realität. An Arbeit war in dieser Zeit nicht zu denken. Und zu dieser Zeit durfte ich Mauer als mein neues Zuhause gewinnen. Ich wurde direkt herzlich aufgenommen und ich habe mich hier als Teil der Gemeinde gefühlt. Und ich glaube, dass diese Herzlichkeit und die Freundlichkeit, die Sie mir hier entgegengebracht haben, auch geholfen haben, wieder gesund zu werden. Denn nur an einem Ort, an dem man sich wohl und sicher fühlt, kann man auch heilen. Gerade als ich mich wieder erholte, legte sich aber der finstere politische Schatten über unser Land. Und ja, ich denke auch über unsere Gemeinde vor Ort. Das Wiederaufkommen von rechtsradikalen Parteien. Das war etwas, das mich zutiefst geschockt hat. Sie widersprechen auch zutiefst meinem christlichen Weltbild und die Art und Weise, wie ich das Miteinander in einer Gemeinde leben möchte. Also entschloss ich mich, nicht nur auf meinem Sofa mich zu ärgern, sondern ins Handeln zu kommen. Also wurde ich politisch aktiv. Der Eintritt in meine Partei war der erste Schritt. Und ich versichere Ihnen eins. Hätte mir im Februar jemand gesagt, dass ich heute hier vor Ihnen stehe. Ich versichere Ihnen, um mich als Bürgermeisterin hier zu bewerben, ich hätte ihn einfach ausgelacht. Denn eine unwahrscheinliche Reise, das ist es in jedem Fall. Und doch, sie findet statt. Aber zurück zu meiner Bewerbung. Sich als Bürgermeisterkandidatin aufstellen zu lassen, ist nämlich keine leichte Sache. Zumindest war es das nicht für mich. Ich hatte 1000 Zweifel. Bin ich schon gesund genug? Wie macht man eigentlich Wahlkampf?
kostet das alles nicht viel zu viel Geld. In Mauer kennen mich noch so wenige Menschen. Wie soll ich da gewählt werden? Und der größte Zweifel von allen, bin ich überhaupt gut genug? Und so ging ich in mich und zauderte mit mir selbst. Doch wenn ich ganz ehrlich bin, ganz tief in meiner Seele, da spürte ich etwas wieder aufglimmen, das ich in den letzten 2 Jahren nicht gefühlt habe. Es war Lebendigkeit und Hoffnung. Und diese eigenartige Vorahnung, die mir zuflüsterte, das hier wird gut, trau dich. Liebe Mauermauer und Mauermauerinnen, ich bin der festen Überzeugung, dass man eine neue Reise am besten mit einer guten Reiseführerin beginnt. Meine Reiseführerin sitzt hier heute auch unter Ihnen. Sie heißt Annalena und Annalena, wenn du magst, kannst du mal kurz aufstehen und Hallo sagen. Hi, einen großen Applaus für Annalena bitte. Dankeschön. Ich liebe nichts mehr als Frauen, die andere Frauen unterstützen. Ich fand auch nicht nur Annalena, sondern auch ein wunderbares Team an Menschen, das mich tatkräftig unterstützt hat. Mit ihrer Ermutigung und ihrer Führung war es auf einmal gar nicht schwer, die Stufen des Rathauses zu erklimmen und meine Bewerbung einzureichen. Denn meine eigenartige Vorahnung, die flüsterte immer noch, das hier wird gut, trau dich. Und sie wurde immer deutlicher. Was dann kam, waren 7 Wochen auf der Überholspur. Ich habe mein inneres Gaspedal durchgetreten und jede Sekunde dieser Fahrt in vollen Zügen genossen. Einen Wahlkampf planen, Spenden sammeln, Partys organisieren, immer mit dem Team, aber sehr viel auch mit eigener Arbeit. Und diese eigenartige Vorahnung, die mir zuflüsterte, das hier wird gut, trau dich. Sie sollte laut und kräftig, ja, es ist gut, rufen. Und doch, wenn ich mich umsehe, sehe ich, was die anderen KandidatInnen mir voraus haben. Sie sind bekannt und gut vernetzt. Das ist nichts, was ich in Zukunft nicht ändern könnte. Aber eine Aufgabe, die ich in 7 Wochen bewältigen kann, das ist eher eine von der unerfüllbaren Art. Das hier wird meine letzte und schwerste Prüfung sein in diesem Wahlkampf. Und ob diese letztendlich gut ausgeht, das entscheiden Sie am nächsten Sonntag. Liebe Mauermauerinnen, und ich lege das mit vollem Vertrauen in Ihre Hände. Denn ich würde gerne aus meiner Reise eine gemeinsame Reise mit Ihnen machen, als Ihre Bürgermeisterin. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine Gemeinde sein können, die trotz der Herausforderungen des Klimawandels, der Digitalisierung und des Personalmangels zuversichtlich in die Zukunft gehen kann. Die Gemeinde meiner Zukunft ist digital gut vernetzt, verwaltet und demokratisch. Denn eine schlechte digitale Infrastruktur ist heutzutage genauso schlimm wie ein marodes Verkehrsnetzwerk. Und ich finde, das sollten wir dringend ändern. Wir können von den Früchten der Digitalisierung profitieren, indem wir tun, was andere Gemeinden schon vor uns ausprobiert haben. Wir installieren beispielsweise eine Gemeinde-App und polieren unsere Öffentlichkeitsarbeit auf Hochglanz auf. In einem Podcast nur für Mauer können Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, Ihr Engagement in die Welt tragen und Ihre Projekte für alle sichtbar machen. Das ist etwas, bei dem ich Sie sehr gerne begleite. Auch unsere Verwaltung darf weitere Schritte bei der Digitalisierung gehen. Und hier möchte ich eine gute Ansprechpartnerin für unsere MitarbeiterInnen sein. Ihnen die Möglichkeit geben, guten Mutes auch schwierige Dinge umzusetzen. Und auch Demokratie darf barrierefreier werden. Im Moment ist es beispielsweise schwer möglich, für alle anderen Menschen vor Ort in den öffentlichen Sitzungen teilzunehmen. Hierfür gibt es mittlerweile sowohl die technischen Möglichkeiten als auch die juristische Grundlage. Wir müssen sie eigentlich nur noch umsetzen.
Die Gemeinde meiner Zukunft ist ein Ort, an dem sich alle wohlfühlen können. Egal, ob es um mein Herzensthema, die sichere Kinderbetreuung geht, barrierefreie Gemeinschaftsplätze oder ihre Projekte vor Ort. Eine Gemeinde sollte immer sicher und auch gerecht sein. Die Gemeinde meiner Zukunft ist ein Ort, der uns Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels bietet und den Klimaschutz proaktiv angeht. Ich glaube fest daran, dass wir das schaffen können. Für unsere Kinder, unsere Enkelkinder und zuletzt auch für uns. Weil wir es den Kindern und Jugendlichen schulden, für Klimagerechtigkeit zu sorgen. Und ich bin mir sicher, wir können ein Leuchtfeuer des Handelns für sie sein. Liebe Mauermacherinnen, das ist, wohin die Reise gehen kann. In eine gerechte Zukunft. Auf einem Pfad, in dem wir neue Ideen entwickeln. Und ich verspreche Ihnen, diese Ideen werden das Licht der Welt erblicken. Diese Ideen werden in die Welt getragen werden. Digital auf Hochglanz poliert und eine Inspiration für andere Gemeinden. Wenn Sie also am Sonntag vor den Wahlurnen stehen und diese eigenartige Vorahnung Ihnen zuflüstert, das hier kann gut werden, trau dich, dann denken Sie an mich und gehen Sie mit mir gemeinsam die ersten Schritte in unsere gemeinsame Zukunft. Mein Name ist Sabrina Spindler. Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet und Mutter von 4 Kindern. Und ich würde mich sehr freuen, Ihre Reisegefährtin zu sein. Ich danke Ihnen.